So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben überall die FC Bayern Pizza gesucht, von Pizzatainment, nirgendwo gefunden, aber jetzt, Pupsi hat die Augen aufgemacht, wir haben sie gefunden im Supermarkt Number One in Meiningen, gibt es die FC Bayern Pizza. Ich würde das ja gerne zeigen, aber ich weiß nicht, ob man das sehen darf, da, so sieht das aus. Da gehen wir jetzt mal rein und suchen uns ein Motiv aus, es gibt nämlich vier verschiedene. Eins nehmen wir mit und wollen das zu Hause dann mal testen. Also drei von vier Motiven haben wir jetzt hier gefunden. Ich möchte euch mal kurz zeigen. Das ist Motiv Nummer 3. Ne? Da freut sich einer, hebt die Hände hoch. Hier wird die Schale hochgehalten. Sieht eigentlich ganz chillig aus. Als Bayern-Fan freut man sich da bestimmt. Das ist Motiv Nummer 4 mit der Hand auf der Brust. Hier wird einer in die Luft geschleudert. Hier freuen sich noch mal mehr mit dem Pokal. Ich möchte aber Motiv Nummer 1 mitnehmen, hier mit diesem zotteligen Mann, der sieht aus wie Reinhold Messner, der gefällt mir richtig gut. Hier fahren sie mit dem Moped rum, ne? Über den Meininger Markt wahrscheinlich, Spaß. Und ja, das ist mein Motiv, das nehme ich mit. Das zweite Motiv haben wir jetzt nicht gesehen, aber testen wir mal, wie die schmeckt und wie fertig die vor allem ist. So, nach langem Hin und Her endlich zu Hause angekommen und wir wollen jetzt gleich mal diese FC Bayern München Pizza im Ofen warm machen. Das ganze Ding, ich habe es vorhin schon mal erzählt, ist von Pizzatainment. Pizzatainment Presents. Die haben auch die Mario und Luigi und Wario und Waluigi Pizza gemacht. Jetzt haben sie hier eine Bayern Pizza rausgehauen. Bam! Deine Lieblingspizza plus Entertainment. Exklusive FC Bayern Fanmotive plus Gewinnspiel auf der Rückseite. Beim letzten Mal konntest du ja auch eine Nintendo Switch gewinnen und Mario-Spiele. Jetzt kannst du hier irgendwie so Bayern-Trikots gewinnen. Das interessiert mich aber gar nicht. Exklusive Bayern-Fan-Motive auf der Vorderseite. Backofen vorheizen. Während der Aufheizphase die Pizza 15 Minuten ohne Folie antauen lassen. Pizza auf Rost im untersten Drittel des Backofens 9 bis 11 Minuten backen. Das Ding ist jetzt eh schon total weich. Das hat die Fahrt hierher nicht überlebt. Ansonsten ist das Pizza mit schnittfestem Mozzarella, Peperoni-Salami, Gouda, marinierten halbgetrockneten Tomaten, tiefgefroren. Das heißt, die heißt zwar 5 Sterne Salami-Pizza, aber das sind jetzt nicht 5 Salamisorten drauf, das ist einfach eine Salami-Pizza. 5 Sterne Salami, mal gucken, wie viele Sterne die von uns kriegt. Wir machen mal den Karton auf und dieses lapprige, schmierige Teil rausholen, was halt jetzt durchhängt, ja, das kannst du biegen und machen und wie auch immer. Sieht recht rot und feurig aus. Ich glaube, die kann man theoretisch, wenn man die Folie abmacht, jetzt einfach so essen, weil die halt jetzt einfach aufgetaut ist, könntest du reinbeißen wie in einem Brötchen. Wir wollen die aber trotzdem natürlich im Ofen warm machen. Ich habe Angst, dass alles runterfällt. So. Ach egal, einfach aus der Folie raus, oh, mal kurz in die Hand genommen und hier so reingehalten. So sieht, so sieht die also jetzt aus mit Salami drauf. Mann, hast du eine Nase, du. Die riecht auf jeden Fall gut. Der Teig riecht gut, die Salami macht auch einen guten Eindruck vom Geruch her. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, ich habe mich für dieses Motiv entschieden, wegen diesem zotteligen Mann mit Bart und Frisur. Die jetzt in den Ofen und dann mal gucken, wie die schmeckt, wenn die fertig ist. So, lapprig in den Ofen. Da ist der Katz. Und rein in das Ding. So, der Adi sieht auf jeden Fall fett aus. Und was noch fett aussieht, Adi, Schatz, ist die Pizza, denn die scheint jetzt irgendwie fertig zu sein. Sieht man das, dass das hier so ein bisschen rumblubbert und rummatscht? Die müssen wir jetzt raustun. Der Ofen kommt aus. Und ja. So, die Pizza ist jetzt also fertig. So sieht die aus. Man erkennt kaum was, es ist alles nur noch rot. Und wir können natürlich hier diese Bayern-Schachtel noch dahin halten. Oder hält man das davor? Hält man das dahinter? Die Bayern Pizza, die FC Bayern Pizza fürs Thumbnail. Motiv Nummer 1 mit Reinhold Messner. Adi, Schatz, er liegt schon wieder bereit.
Hier haben wir diesmal eine Vicious Viper Soße. Ich habe nämlich gesehen, das Tabasco ist leer. Und die 5 Tabasco, die verschiedenen, muss ich erstmal testen gegeneinander. Und jetzt denken die Leute, der macht doch überall Mad Dog drauf. Wird bestimmt wieder Mad Dog am Ende. Nein, heute Vicious Viper am Ende. Einfach zum Würzen. Oh, jetzt geht's aber los. Jetzt fängt's an zu tragen. Bestes Wetter für eine Pizza. Wir nehmen uns jetzt einfach mal hier hinten dieses Stück. Da haben, sehen wir hier ganz deutlich ganz viel Käse. Hier vorne so eine Salami. Wir beißen einfach mal in den Rand. Ist auf jeden Fall knusprig. Schmeckt ein bisschen fluffig, nicht zu stopfig. Ich möchte mal die Salami einzeln testen. Wenn ich die jetzt hier abnehme, nur mal den Geschmack der Salami. Hat am Anfang eine leicht süßliche Note. Dann kommt sie in irgendwas Kräuterliches auch noch mit rein. Bitzelt ein bisschen auf der Zunge. Hat also eine kleine Schärfe auch. Ist ganz interessant. Ist auch nicht zu fettig, muss ich sagen. Jetzt beiß ich mal in das Stück, wo die Salami eben war, wo keine mehr ist. Und der Rest jetzt auch dünner Boden. Locker, dünn, fruchtig, tomatig. Geht eigentlich, kann man so essen. Beißen mal ein Stück ab mit Salami und mit Boden. Okay, muss sagen, schmeckt echt gut. Kanal phänomenal, hatte ja auch probiert. Aber dann gesagt, dass sie wirklich gut schmeckt. Da war ich ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, als Salami-Pizza voll in Ordnung. Schmeckt nicht, wie wenn du jetzt beim Abo, Türken, McDöner, irgendwas in die Richtung gehst und dir so eine stopfige, pframpfige mit Salami holst. Schmeckt schon ein bisschen, wie wenn du bei einem im La Rustica, Firenze, da bei so einem Italiener eine Pizza Salami holst. Hat ein bisschen was davon, Preis von 4,29 €. Scheint da in Ordnung zu sein. Das ist zwar eine Tiefkühlpizza, aber wenn ich bei 4 Euro den gleichen Geschmack habe wie bei einer 9 Euro oder 10 Euro Pizza vom Italiener, würde ich sagen, kann man sich die trotzdem zwischendurch klar gönnen. Ich werde es jetzt gleich nochmal mit der scharfen Soße probieren. Und dazu nehme ich mir aber hier ein anderes Stück, wo vorne auch noch eine Salami drauf ist, dass ich nicht nur Boden mit Soße habe, sondern dass sich auch auf die Wurst überträgt, der Geschmack. Ein Vicious Viper Tröpfchen jetzt mal hier drauf. So, das war ein großer Tropfen. Vollfett Habanero Geschmack. Er brennt auf jeden Fall ordentlich. Er passt trotzdem gut zur Pizza. Und ich würde sagen, das wäre auch eine Pizza, die würde ich nochmal kaufen, nochmal essen. Nicht, weil ich Fußballfan bin, nicht, weil ich Bayern-Fan bin, sondern weil die Pizza mir trotzdem einfach geschmeckt hat. Habt ihr die schon probiert? Habt ihr die schon gesehen? Und schreibt es mal in die Kommentare, schreibt mal eure Meinung dazu. Falls ihr alle 4 Motive kennt, welches Motiv gefällt euch am besten? Und sonst war es das von meiner Seite aus. Holla, holla, holla. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.